Aber ich denke mal, sie kann uns noch die Erleuchtung bringen. Also, Bühne frei für die Beschreibung eines Mannes. Wenn ich mich jetzt ausziehe, das dauert Stunden. Ich glaube, da muss ich alles noch umhören. Ja, nein! Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen lästern. Weil das kotzt mich jetzt schon ganz so gut. Oh je. Männer. So unnütz wie Unkraut, wie Fliege und Mücke, so lästig wie Kopfweh und Ziele im Rücken. So störend wie Bauchweh und stets ein Tyrann. Das ist dieser Halbmensch, sein Name ist Mann. Er steht nur im Weg rum, so nichts zu gebrauchen. Das kennt ihr schon. Das macht mir trotzdem Spaß, das, die Bütt. Er ist nur am Meckern und ständig am Fauchen. Er ist auf der Erde, ich sag's ohne Hohn, vom Gär, Herrgott, die größte Fehlkonstruktion. Krieg ich am Hunde Alarmarsch oder so? Sie halten sich zwar für die Klügsten und Besten im Norden, im Süden, im Osten und Westen. Dabei ist ihr Hirn, da schwillt mir der Kamm, nichts anderes als ein nutzloser Schwamm. Der hat Schwanz gesagt. Das hab ich mal gehört. Was kann denn ein Mann außer sitzen und laufen, außer essen und schlafen und meckern und saufen? Er ist zwar der Kopf der Familie, der Clown, doch das Gehirn der Familie sind wie immer wir Frauen. Danke. Ein Mann wäre ohne uns Frauen verloren. Er wäre ohne uns doch noch nicht mal geboren. Erst durch unsere Hilfe wird mit so viel bedacht. Halbwegs ein Mensch aus dem Schlappschwanz gemacht. Jetzt noch wird er nicht gleich von uns an die Brust genommen? Er würde im eigenen Dreck schnell verkommen. Er ist, er war's, so wird's immer sein. Er ist ohne uns ein ganz armes Schwein. Wir können auf Männer von Herzen verzichten. Was haben wir denn von den komischen Wichten? Nur Arbeit und Ärger von morgens bis spät in die Nacht. Selbst die Kinder werden heute schon künstlich gemacht. Jetzt essen zu schmoren können. Er ist unnütz auf der Erde. Nein. Er ist, weiß Gott, nichts wert. Würde es die Männer nicht geben, was könnten wir ein Lebensleben haben? So wie wir es die Frauen möchten, was wir alles fertig brächten. Ohne diese miese Peter, so wie Unkraut ist ein jeder, dumm, gefräßig, faul und träg. Er steht überall im Weg. Wenn wir unsere Wohnung fegen, müsst man ihn glatt so
zum Sperrmüll? Der Paar hat's gewusst. Abends schreit er wie ein Kater und nicht wie ein Familienvater. Durch die Kneipen dieser Lümmel säuft sich voll mit Bier und Kümmel. Kommt nicht heim, wenn er soll, und kotzt uns noch die Wohnung voll. Unser Tag wäre viel erfüllter ohne diese Abziehbilder. Diese Trottel, diese Schnösel, diese Simple, diese Esel, diese dummen Hampelmänner, diese Heinis, diese Penner, diese Säcke, diese Schisse, diese alles Besserwisser. Man müsste sie klein, gerade klein zerhacken und sich dann was Besseres machen. Ein Mann meint, er wäre der Größte, gewöhnlich, und hält sich im Bett für Don Juan persönlich. Enorm ist sein Können, wie er dir verspricht, doch was er für Kür hält, ist nicht einmal Pflicht. Die Männer, sie meinen, sie wären die Könner und trauen sich nichts zu, diese komischen Penner. Denn wer macht in der Welt, ich sag's wie es ist, nicht anders als Blödsinn, als Quatsch oder Mist? Doch würden hier auf Erden die Frauen regieren, dann bräuchte niemand in den Krieg zu marschieren, denn Frauen haben, es liegt auf der Hand, dem Mann was voraus, das ist Verstand. Mit dem Maul sind sie stark, da können sie prahlen, doch wehe der Zahnarzt bereitet mal Qualen, dann sind sie doch alle, verzeiht mir den Vergleich, wie ein Korb voller Fallobst, so faul und so weich. Jetzt klappt es, Mentosch. Ein Mann ist ganz brauchbar, solange er medisch. Da ist er noch stark und sein Körper athletisch. Da ist er voller Liebe und voller Elan. Kaum ist er verheiratet, wird nichts mehr getan. Er geht. Der Tod, der komische Seppel, als wäre er kein Mann, nein, als wäre er ein Kreppel. Da hilft kein Viagra und kein hartes Ei, der Bauch ist nicht weg, der kommt nicht mehr bei. Als Jüngling, da wollen sie dich kosen und küssen. Als Ehemann will er davon nichts mehr wissen, verlangst du dein Recht, dann wird er gemein. Er gibt dir's Gebiss auf küsslich allein. Mit Geld und Brillanten tat er dich beglücken, das kriegt nur die Freude hinter deinem Rücken. Du kriegst heute nur noch, wenn er daran denkt, zum Geburtstag einen Schnellkochtopf geschenkt. Heute trägt er sein Geld in die Bars und in die Kneipen. Mein Gott, wenn er will, dann soll er dort bleiben. Ich stell ihm sein Bett höchstpersönlich dorthin. Dann hab ich meine Ruhe, das ist mein Gewinn. Was sind doch die Männer für dämliche Laffen? Sie meinen, sie würden alleine nur schaffen. Er wäre es alleine nur, der sich hier plagt. Was die Hausfrau tut, wird nicht gesagt. Okay, sind die anderen noch nehmen. Was er alles leistet, damit tut er prahle. Man könnte ihn eigentlich gar nicht bezahlen. Er schafft sich noch tot und die Frauen haben es leicht. Da macht sie ihre Arbeit und lächelt und schweigt. Wir haben es nicht nötig, uns selber zu loben. Und jetzt könnt ihr lachen und wieder toben. Wir sind zu
bescheiden, das ist nicht verkehrt. Wir kennen auch unseren inneren Wert. Drum müssen wir Frauen darauf aufmerksam machen, dass alle die Männer keinen Unsinn mehr machen. Wir Frauen, wir sind doch, da habe ich doch recht, auf Erden nämlich das Beste.